Isaac Chissé ist der vielleicht berühmteste Taxifahrer Münchens. Ja, das ist ein bestimmter Preis. Die fahren so blöd wie uns. Wir sind heute mit dem 62-Jährigen verabredet. Er wird uns sein München zeigen. Seit 40 Jahren lebt der Senegalese hier und fast genauso lange fährt er Taxi. Hallo. Grüß Gott. Also das, sagen wir mal per Du mir zu. Also ja, ich bin der Isaac. Isaac kam in den 70er Jahren nach München. Als erstes hat er damals den Viktualienmarkt gesehen. Wie hat es ausgeschaut in München? Der Viktualienmarkt da vor allem? Viel Veränderung, also tue ich nicht merken. Ja. Also das war alles, also sauber, alles, also ganz ordentlich wie heute. So wie die Deutschen sind. Also eine Zucht und eine Ordnung muss alleweil sein. Das ist so, warum du nach Deutschland gekommen bist, oder was? Nein, also damals war es so. Also nur wegen FC Bayern München, wegen Fußball, wegen der deutschen Nationalmannschaft. Das war ein Plan von mir, weil ich wollte damals einen Beckenbauer sehen. Isaac liebt nicht nur den FC Bayern, sondern auch die bayerische Lebensart. Er hat, wie man unschwer hört, auch den bayerischen Dialekt perfektioniert und verehrt die bayerischen Schriftsteller. Ich konnte mit jedem zum Beispiel über Ludwig Gankofer sprechen, über den Starnberger Poet, der Oskar Maria Graf oder den Ludwig Thoma. Das ist ja ein Genuss. Aber in München redet ja eigentlich gar keiner so mehr bayerisch wie du jetzt. Die reden ja eigentlich alle Hochdeutsch. Ja, das stimmt schon. Also, aber trotzdem, ich bin derjenige, der immer dann sagt, also wir lassen unsere schöne bayerische Sprache nicht verhunzen. Ja. Da muss man was machen. Also letztes Mal ist meine Tochter gekommen von der Arbeit und sagt, du Papa, was war's, der Kickerl? Dann sage ich, was haben wir gestern gegessen? Dann sage ich, ein Händel. Dann sage ich, ja, haben wir schon, das ist ein Kickerl. Also. Isaac ist in Deutschland angekommen. Trotzdem behandeln ihn manche wie einen Fremden, wie einen Schmarotzer. Du, der kommt rein, also dieser Bäckerei mit Kaffee, kauft sein Zeug und ich sitze daneben, tue ich meinen Salat essen, kommt zu mir und sagt, also das, was du frisst, das sind unsere Steuergelder. Ich war total verdutzt, ich habe so blöd geschaut, die ersten Sekunden. Dann ist er rausgegangen und habe gesagt, das lasse ich nicht auf mich sitzen. Ich bin hinterher, den habe ich schon gepackt. Ich habe gesagt, das sagst du nochmal, du kriegst so einen Pfotzen, dass du speibst, du Arschloch, du Dreckige. Den habe ich so zusammenputzt, also der macht das nicht mehr. Wie sieht Isaac die aktuelle Situation? Deutschland ist ein reiches Land. Aber die Deutschen, die sind immer beim Grantl. Wir können die überall, die Kameraden. Isaac ist mit einer Senegalesin verheiratet und hat zwei Kinder. Obwohl die Familie so gut integriert ist, ist für ihn klar, eines Tages will er zurück in den Senegal. Irgendwann mal also will ich auch wieder heimgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil also, da möchte ich nicht also mit 70 Jahren oder 80 Jahren hier in irgendein Altersheim da also verrecken. Na, bei uns, also die Familie ist ganz wichtig. Wir haben bis ans Lebensende einen Zusammenhalt. Aber das ist nicht so wie hier bei euch. Isaac ist immer auf dem Sprung. Als Taxifahrer aufhören will er noch lange nicht. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Dass also die Fremden also in Deutschland ohne weiteres, ohne Angst leben können. Es gibt auch Ausländer, die seit Jahrzehnten hier leben. Also, und die haben also wirklich dazu beigetragen, dass Deutschland jetzt geworden ist, was Deutschland jetzt ist. Also, Bulli, tschüss. Also, tschüss. Das war eine Freude. Merci dir. Dankeschön. Servus, habe ich dir.